Oh ja, meinte ich. Das Mikkel hatte vorhin gefragt. Der liebe Mikkel, ich liebe Mikkel, ich will mit ihm Sex haben. The fuck! Was halten wir von... Geh nicht raus, geh nicht raus. Ich schlafe. Achso, dann ist gut. Ich finde es... Mir ist es... Ich find's gruselig. Ich auch, dass sie das alles kaufen so, aber ich, mir hat das... Ja. Oh, immer noch Monster in der Nähe. Ich habe mich mit Oculus Liebe befasst, das ist mein Problem. Ich finde das Konzept so von Oculus Rift finde ich unglaublich cool. Ich bin aber leider vor Gamescom nicht dazu gekommen, es anzuspielen, weil einfach so viel los war vor diesem Stand. Es war unglaublich. Ja, ich muss die ganzen Monster tot machen, weil sonst hätte ich nicht schlafen gehen können. Aber ich finde das prinzipiell ganz super und ganz cool und so, aber ich finde es saugruselig, dass Facebook das gekauft hat, weil Facebook macht so viel und Facebook ist so, boah, Facebook könnte damit so viel Kacke anstellen. Ich habe übrigens Hühnchen um dein Haus herum getötet. Ich brauche unbedingt Hühnchen da. Ich habe kein Essen. Ich habe noch Eier. Ich will mir gerade, oh ja, das hast du. Jetzt sind sie tot. Die oh Eier, ja, meinte ich. Das Mikkel hatte vorhin gefragt, der liebe Mikkel, ich liebe Mikkel, ich will mit ihm Sex haben. The fuck! Was halten wir von... Du wurdest von einem Endermann erschlagen? Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, wie er das geschafft hat, was aber er hat es geschafft. Was halten wir beide von Quallen? Ich finde sie super. Quallen sind super, ne? Ich wünschte, ich wäre eine Qualle. Schleimig, glibberig, mit ganz vielen Armen. Haben die Tentakel? Ja. Ich mag Tentakel. Die haben so kleine Noppen. Sie sehen aus wie so Tentakelarme, was die haben. Finde ich super. Irgendwie muss ich gerade an Tentakel-Hentai-Pornos denken und ich bin mir nicht sicher, ob ich daran denken möchte. Oh ja. Oh ja. Hör auf, daran zu denken. Ah, ich mag das, wenn die Mädchen dann immer zerstückelt werden. Naja, egal. Du meinst nackt und angekackt? Ja, das sowieso. Nackt, zerhackt und angekackt. Jetzt auf DVD. Yay! Yay! Jetzt mit deutscher Synchronstimme von Tischel. Nee, von Mirror. Ja, yay! Oder so. Yay! Aber wo wir schon beim Thema Serien und Speck, so sind, also Speck, ich liebe Speck. Ich schwärme für Speck. Was guckst du momentan so für Serien außer South Park, falls du überhaupt irgendwelche Serien guckst? Antworte mir, ich möchte eine schöne Konversation mit dir führen. Machen wir doch sowieso. Ich überlege gerade, tatsächlich. Wow. Was gucke ich aktuell? Wenn ich Fernsehe, dann gucke ich halt echt South Park oder die ganze Scheiße, die abends läuft. Family Guy. Oh Gott. Achso, okay, ich dachte schon. Also englische bzw. amerikanische TV-Serien bei uns im deutschen TV kann ich total, das ist für mich noch vertretbar. Aber was der ganze deutsche Einheitsbrei, nein, ist böse. Was ist der Einheitsbrei? Kack-TV? Nein, ich gucke an Serien, gucke ich dann echt sowas wie American Dad und Family Guy und South Park und Scrubs und Two and a Half Men und... Ja, das ganze englische bzw. amerikanische Krams, blablabla, wie eben erwähnt, ist sowieso das einzig Vertretbare, was bei uns im deutschen TV noch läuft. Finde ich jetzt so. Ich habe keine Erde mehr. Ich schon, warte, ich bringe dir wieder Erde. Ich bin voll die Bereicherung. Du bist echt mal gut... Was machen wir in der Freizeit? Was ist unser Hobby? Let's playen. Hühnchen töten. Mein Hobby ist Let's playen. Mein Hobby ist Let's playen, Hühnchen töten. Und schlafen. Geige spielen und Videos machen. Also eigentlich YouTube Geige spielen und schlafen. Spielst Geige? Und Hühnchen töten. Ja, ich spiel Geige. Warum spielst du nicht für mich Geige? Weil mir am Mittwoch die E-Seite gerissen ist und ich es gestern nicht hinbekommen habe, im TS meine E-Seite zu spannen, beziehungsweise die neuen Seiten drauf zu packen. Verdammt. Also der ganze Rest hat mitbekommen, wie ich heute Morgen um 2 Uhr im TS rumgeschrien habe, dass die verfickte Seite, beziehungsweise sich das alles nicht mehr spannend ist. Ja, aber da war ich nicht da. Das stimmt. Du bist ja später dazu gekommen. Nein. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Speck. Was ist dein Lieblingsessen? Speck. Ich esse keinen Speck. Manchmal wünschte ich, ich wäre keine Vegetarierin, aber ich kann nicht aufhören, vegetarisch mich zu ernähren, weil wenn ich Fleisch esse, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Das ist schrecklich. Ja, ihr müsst wissen, jetzt der Fact hier, pass auf, Zischel ist Vegetarierin. Diabo, Kackspastin. Gendert. Das ist auch echt schrecklich. Nein, Spaß.
Was ist dein Lieblingsessen? Er sagt, low, ist hot. Ich sag jetzt einfach mal ganz typisch Pizza. Mit Speck? Nein, okay, ich höre jetzt auf. Was ist mein Lieblingsessen? Oder Nudeln? Ich esse tatsächlich gerne Essen. Echt krass. Ja, aber sagt es keinem weiter, ja? Dann. Okay. Bleibt unser Geheimnis. Hat auch niemand gehört. Nein, was esse ich gern? Verdammt! Siehst du, das, so ging es mir eben auch. Deswegen habe ich einfach Pizza gesagt. Aber ich mag Pizza und ich mag auch Ich Nudeln und ich mag esse gern Nudeln Brokkoli. und ich esse gern Pizza und was ich sehr gerne mag, sind Sachen mit Reis. Echt? Ich mag ganz gerne Sachen mit Nudeln, also oder Kartoffeln. Also Kartoffeln bevor mache ich. ich. Ich hasse Kartoffeln. Ich bin Echt? Ich habe Anti-Kartoffel-Fan. Kartoffeln auch mal gehasst. Also ich war mehr so der Mensch so, Kartoffeln, wie unnütz. Das ist das unnützeste Gemüse der Welt. Und seitdem ich Vegetarierin bin, ist das mehr so, wow, Kartoffeln, was man damit alles machen kann. Man kann sie Ja, das schälen, man kann sie nicht ist schälen, man schön kann sie und gut, anbraten aber oder kochen ich oder mag backen. Kartoffeln nur in der Form von Pommes. Oder Kartoffelbrei? Ja, Kartoffelbrei das ist mag ich. super. Das will, lass mich doch mal hier reden. Nein, Ich mag Kartoffeln nein. in der Form von Brei. Ich mag Kartoffeln als Bratkartoffeln. Aber ich mag sie nicht als Salzkartoffeln. Salzkartoffeln sind jetzt auch nicht so mein Favorit, aber so Butterkartoffeln mit so Kräuters und so, das ist ganz super. Was ich auch nicht mag, ist hier Vaginas. Oh, Vagina-Tourette. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich habe vergessen. Warte. Ofen, diese Ofenkartoffeln mit dieser Fischcreme, die mag ich auch nicht. Weil die Ofenkartoffeln sind. So Pellkartoffeln mag ich auch nicht, sowas. Ofenkartoffeln finde ich super, aber keine Was, wenn es bei Pellkartoffeln. uns Pellkartoffeln gibt mit Hering, so, esse ich immer nur den Hering. Und ich esse nur die Kartoffeln. Oh, Wow, ey. wir ergänzen uns perfekt. Da fragt einer, wo wir wohnen und was unsere Handynummer ist. Ich wohne am Arsch der Welt. Du auch? Ja, Lass mal treffen. ich wohne in einem kleinen Kackdorf am Arsch der Welt. Das Problem ist, ich würde eigentlich ganz gerne mal so sagen, hi, hier wohne ich, aber das kann ich nicht machen. Würde ich in Berlin wohnen, könnte ich sagen, hi, ich wohne in Berlin, weil jeder so, super, Berlin ist groß. Wenn ich jetzt sagen würde, wo ich wohne, dann müsstet ihr ungefähr drei Häuser klingeln und habt die Chance, dass ich an einem von diesen drei Häusern stehe. Wo wohnst du denn? Okay. Ich will klingeln. Also ich kann schon mal so sagen, es ist die Hausnummer 2 und hier wohnen 6 oder 7 Hausparteien drin und es gibt kein A bis D. Und alle davon sind ihre Freunde. Nein, ich hasse diese Menschen. Warum feierst du dann mit denen? Ach, egal. Mit denen habe ich nicht gefeiert, das waren andere Menschen. Kommen die extra aus einem anderen Kackdorf und mit Nee, ich bin dir ja in deinem woanders hingefahren, Kackdorf? in ein anderes Kackdorf, wo richtig schön Funkloch ist. Das ist sogar, glaube ich, entweder noch kleiner oder vielleicht ein ganz klein bisschen größer als mein Kackdorf. Aber das Funkloch, das ist richtig Funkloch und das ist voll eingekesselt, weil da so voll die Berge drumrum sind. Und wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen wäre, dann wären wir alle gestorben, weil wir euch nicht hätten Bescheid sagen können, weil wir Funkloch hatten. Ich verhungere gerade. Ich noch nicht. Ich schon. Ich Nein! habe kein Gehirn mehr. Dahin! Au. Ich Ich kann nicht mehr verhungere gerade sprinten. wirklich. Ich kann auch nicht Soll ich dir sprinten. Erde bringen? Au. Ja, ich verhungere aber. Erde brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche jetzt Steine. Hätte Erde und ein Steine ungebratenes brauche ich. Hühnchen für dich. Ich brauche Erde und Steine. Hätte ein ungebratenes Hühnchen für dich. Nein, Soll ich das das. mal braten? Ja, bitte. Ich krieg schon kein Leben. Ich Ich hab's. sterbe. Also, wenn es schnell genug ist, dann kannst du es noch essen. Ich komme nach nächsten Fragen. So. Wie habt ihr euch kennengelernt, Oliver Pluter? Das ist, um ehrlich zu sein, eine ziemlich gute Frage. Ja, ein Zwinger, dachte Ach so, ja, also wir haben so gewisse sexuelle Vorlieben. Und da lernt man gerne mal neue Leute kennen. Ganz viele neue Leute? Ja, nein, okay. Die Leute denken echt, wir meinen das uns ernst. Okay, dann muss ich mal nach dem richtigen Grund suchen. Durch Ja. Yoga? Ja, oder? Wahrscheinlich. Ja, doch, durch Yoga. Durch Auf dem Yoga. Yoga-TS. Als Genau, ich auf dem da Yoga war, da TS. warst du auch. Und dann meinte ich, du bist doch diese Zischel. Und weißt du, wie ich das erste Mal. Ich kannte dich ja schon vor dich. Oh, krass Scheiß. Weißt du, wie ich auf deinen Kanal gekommen bin damals? Damals sehr zäh, sure. Ich war Hannibal-Kanal und sah so, ey, Abo-Box Zischel. Crazy, und Und dann bin dann? ich raufgegangen und hab gesehen, die hat ein Video oben, Edna bricht aus. Dann bin ich wieder gegangen. Dann bin ich wieder gegangen. Und dann bin ich wieder gegangen. The fuck. Dann hab ich später nochmal geguckt und hab gesehen, ey, ja, du machst immer noch Edna bricht aus.
Ich musste das am Anfang Man noch machen, braucht weil fünf mein Internet so. Jahre. Hey, ich habe sogar am Ende mit Komplettlösung gespielt. Aber das wissen alle. Weil dann ging es so, boah, ich habe keinen Bock mehr, Komplettlösung. Aber ja, sie haben mich dafür nicht gesteinigt, glaube ich. Ja, Bock. ne. Da fragt einer, was wir von Krim halten, mit K. Ne, mit G. Mit G, ich wollte gerade sagen, war das nicht Grimm? Grimm. Die Gebrüder Grimm. Grimm, ja, die fand ich immer super. Grimm fand ich super. Grimm ist cool, ja, muss ich auch sagen. Weißt du, wenn ich raustappe, dann läuft die Aufnahme, glaube ich, weiter. Das könnte eventuell gut Was sein. Also ich würde ja auch nach Fragen gucken, wenn du das halten wir von möchtest. Extra 3 oder Satire-Sendungen? Ich muss gestehen, dass ich Extra 3 niemals gesehen habe, aber ich habe Ich gehört, auch dass es nicht. sehr verdammt lustig sein soll. Ganz dolle verdammt lustig. Super geil. Ne? Aber Satire ist grundsätzlich immer voll super. Das Außer ist wenn Leute genau. die Satire nicht verstehen, dann ist das nicht mehr so super. Das kenne ich. Aha. Oh, das ist so schön aufzunehmen und ich kann meine eigene Musik hören. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil bei mir im Hintergrund gerade Limp Bizkit läuft. Yay! Yay! Gute Musik! Weißt du, was voll doof ist? Jetzt habe ich schon wieder unglaublich viel von Da Erde und du fragt willst es nicht einer, haben. wie lange, also wie sind wir auf unsere Beziehung gekommen? Wie sind wir auf unsere Beziehung gekommen? Also wir sind ja schon ewig zusammen, ich und Zischel, also ich weiß ich gar nicht mehr so lange, Schatz. Also, wann haben Ja. wir geheiratet? 2001? Ja, schon. 2001, weißt du noch damals, da kam dann das erste Soloalbum von Farin Urlaub raus, was du mir dann zum Hochzeitstag geschenkt hast, Ach ja, als wir stimmt, dann, ne? ja. Da habe ich mich wieder voll vergessen. Genau. Das war gerade übrigens. Nein. Nicht ernst Ich. gemeint. Ich glaube, das wissen die meisten aber. Nee. Die Leute Nee, merken dem nee. sowas ja nicht. Das habe ich vergessen. Ja, manche Dinge merken sich man Menschen nicht. Wir sind zusammen. Ich bin mit Hannibals Schwester zusammen. Ja, nein. Ja, du hast dich in die Familie eingeschlichen. The Hannibal Family. Ich und Zwischen sind zusammen. Wasa! What's up? Wasa! Und ich stelle mir gerade einfach nur so Mr. Trashpack vor, wie er da steht. Und dann so, Tisha und Mr. Morgan sind zusammen. Digga, was ist da? Bäh. Es ist schon wieder Montag. Hier ist das Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's up? Kannst du mal Deutsch reden? Können wir es jetzt bitte hinlegen? Du hast dich in mein Bett gelegt. Wo bleibt Moorbook? Ja, Moorbook ist schon.